es ist Sonntag und Sonntag gehört nur uns. Heute haben Abel und ich uns gedacht, wir gehen einfach mal durch den Garten und schauen, was wir noch so Essbares finden. Zum Beispiel wie Eichhörnchen oder andere Tiere, die jetzt noch für den Herbst die letzten Schmäuse suchen. Und da schauen wir aber noch, was wir so reif ist und was es so im Herbst, nur im Herbst, gibt zum Essen. Ja, und deswegen gehen wir mal hier beim Apfelbaum. Ah, da sind alle Äpfel noch reif. Weißt du den? Ein Mini-Apfel. Hier gibt es ziemlich viele Mini-Äpfel. Hier. Okay. Weißt du was? Wenn du den ganz viel polierst, dann wird der ganz glänzend zu glänzen. Mmm. Die sind voll süß. Obwohl die voll sauer aussehen. Herrlich. Und hier zum Beispiel, das ist ein Birnenbaum, aber da sind keine Birnen mehr dran, weil die hat alle meine Mama gepflückt und hat daraus schon einen Birnenkuchen gemacht. Und nur hier ist noch eine letzte abgegessene Birne. Da holen sich jetzt zum Beispiel die Ameisen noch ein bisschen was für den Winter. Wohl ein paar übersehen. Und da ist er nicht ganz abgefahren. Eine Ameise. So, das ist unsere Katze Suko. Vielleicht kennt ihr die schon. Und wir haben ja noch eine zweite, aber die ist irgendwo gerade wahrscheinlich. Und die streuen bei uns überall einfach im Garten herum. Gell, Bibi? Schatz. Jetzt habe ich meinen Apfel schon aufgegessen. Suchst du noch eine Maus oder einen Vogel, den du essen kannst? Ja, hallo, Suki. So, und jetzt sind wir hier bei unserer Königin unseres Gartens. Und zwar unsere Buche. Und die hat was ganz Besonderes, weil die hat so ganz, ganz spezielle Bucheckerl, nennt man die. Und zwar bestimmt kennt ihr das, wenn ihr auf diese Hüllen seht und auf die vielleicht unabsichtlich barfuß draufsteigt, das tut ziemlich, ziemlich weh. Aber in diesen Hüllen sind solche Bucheckerlnüsse und die kann man schälen und dann kann man die essen. Und das ist echt interessant, weil die sind irrsinnig lecker. Eine auch. Meine Fingernägel sind leider zu kurz, deswegen muss ich das immer mit meinen Zehen machen. So. Und solange sie innen drinnen nicht schwarz sind, kann man sie essen. So. Muss man die Härchen da noch entfernen, weil da sind noch Samen dran. Und jetzt koste ich mal eine. Die ist voll lecker. Das ist so eine Mischung aus Mandeln und Walnüssen. Mir ist die jetzt runtergefallen. Aber ich hab sie wieder. Viel Spaß beim Suchen. Ich bin immer noch beim Schälen. Herrlich. Schaut mal. Wow. Hier haben wir noch ein geschlossenes Bucheckerl. Und hier unten haben wir schon ein offenes und da sind jetzt noch zwei Nüsschen drinnen. Schau mal, Arwen. Da bist du und da bin ich. Essen wir die jetzt? Mein Lehrer hat mir gesagt,
man darf nicht mehr als 50 essen, weil da ist so eine Blausäure drin und dann kann man Bauchweh oder Kopfweh kriegen. Schon mal. Da sind wir, glaube ich, zu spät dran. Lecker. Einen Traubenkuchen mit ausgetrockneten Trauben. Kräutertest! Okay, Arwen. Ich gebe dir meinen Kräuter und du musst erraten, was das ist. Okay, Augen zu. Nur riechen. Was ist das? Balsamikum? Ja, was? Balsamikum. Balsamikum? Nein, das ist Rosmarin. Achso. Geht man aufs Hühnchen drauf. Okay, so. Augen zu. Balsamikum. Balsamikum. Was? Basilikum? Ja. Ja. Augen zu. Lavendel? Ja. Aber der war doch gar nicht bei den Kräutern dabei. Du schummelst. Okay, jetzt bin ich nochmal dran. Okay, Augen zu. Rosmarin? Nein, das ist Majoran. Oh, 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 oh. Arwen, schau mal. Das ist der schlimmste Baum in unserem ganzen Garten. Die Eibe. Die ist so schlimm, dass man sie sogar nicht mal angreifen darf. Keine Rinde, keine Tannen, keine Früchte. Also die roten Früchte sind angeblich nicht giftig, aber der Kern da drin. Aber wir greifen, also ich würde auch nicht mal die Früchte angreifen. Sehr, sehr giftig. Warum haben wir denn den Baum, wenn er so giftig ist? Naja, für die Vögel und für die Tiere sind die nicht giftig. Das sind Früchte für die. Sehr praktisch für die Vögel, aber für uns sehr unpraktisch. Ilja, Arwen, habt ihr für morgen schon alles fertig gepackt? Arwen, wir müssen Taschen packen. Wisst ihr was? Dann nehmen wir euch gleich mit. So Leute, wir sind jetzt oben. Und jetzt noch ein kleiner Beauty-Tipp, nachdem wir feine Ladies sind und ich heute ein kurzes Röckchen anhabe, setzen wir uns angemessen hin, Knie zusammen, Beine leicht schräg, vorne überkreuzen, Hände zusammen und so. Und sehe ich jetzt aus wie die Königin von Elgert? Also ich kann sitzen, wie ich will, weil ich habe meine Hose an. Okay, kommen wir zu den Taschen. So, wir beginnen jetzt mal mit meiner Balletttasche. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich schon seit 7 Jahren Ballettunterricht und da habe ich jetzt drin mein Balletttrikot. Wir sind dieses Jahr alle schwarz. Dann habe ich noch hier drin meine Hose, mein Röckchen, das bekomme ich dieses Jahr. Dann habe ich hier noch drinnen meine Ballettschuhe, ganz wichtig. Noch so für den Knödel machen, eine Bürste habe ich noch drin und meine Jazzschuhe. Ja, das brauche ich alles. Also wir sind teuer weiß. Weiß? Ja, das waren wir auch mal. Aber wir haben es alle entschieden, jetzt schwarz zu sein, weil weiß.
Ich glaube, wir waren 5 Jahre weiß und jetzt sind wir, glaube ich, seit 2 Jahren schwarz. Ja. Gut, dann mache ich mal weiter mit meiner Musikschultasche, weil ich bin ganz viel in der Musikschule. Das ist eine Kanken, ich glaube, man spricht die so aus. Und die habe ich mir selbst gekauft, das ist keine Werbung. Und ich liebe diese Rucksäcke einfach, weil die kann man auch so nehmen, als so Handtaschen halt. Und die ist so praktisch, weil da passt auch irrsinnig viel rein. Also ich habe am Montag Theorie und Gesang, am Mittwoch habe ich Harfe, am Donnerstag habe ich Chor und am Freitag habe ich nochmal Gesang. Also ziemlich viel und da habe ich drin für Theorie was zum Schreiben. Dann habe ich hier noch Hausaufgabenhefte für Gesang und Harfe. Dann ein Notenbuch für Theorie. Dann habe ich hier noch meine Grafenmappe, wo meine Noten, ach, die sind nach unten, auf dem Notenpult. Ich muss nämlich heute noch Harfe üben, aber dann nehme ich euch nicht mit, das ist zu langweilig. Dann habe ich hier noch meine Gesangsmappe, Meowickle. Und da sind ganz, ganz viele Noten drin. Ah, das sind die Noten, die ich gerade singe, Pia Jesu. Da bereite ich mich schon für Weihnachten vor. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man seine Noten in Gesang immer pickt für den Pianisten, dass man die einfach nur so aufmachen muss und dann kann er das so vom Blatt spielen, ohne dass er die ganze Zeit umblättern muss. Und das ist hier die Warnung von Mozart. Hui, ziemlich viele Noten. Und hier ist Tomorrow, habe ich schon gesungen. Dann Elisabeth, wenn ich tanzen will. Und viele, viele andere Noten. Und dann habe ich da noch drin, was Wichtiges. Und zwar Mannerschnitten im Vorrat, weil ich liebe Mannerschnitten. Ja, jetzt muss ich alles wieder einpacken. Ui! Und das ist schon alles fertig gepackt für die Woche. Und das und da. Gut, dann gehe ich mal weiter. Weiter geht's mit meiner Theatertasche, weil ich spiele gerade noch im Theater mit. Und da habe ich immer drinnen ein Brillenetui für meine Brille, weil ich habe manchmal meine Brille auf, aber ich habe halt Kontaktlinsen. Und unter meinem Roomtour, glaube ich, hat jemand gefragt, warum ich Kontaktlinsen trage. Genau für solche Dinge, für Theaterstücke, weil sonst bin ich ja sozusagen blind auf der Bühne und das ist ziemlich nervig. Und dann habe ich immer noch so Minzzuckerl, keine Ahnung, so ein bisschen so als Zwischensnack oder wenn ich aus dem Mund stinke. Und dann, ja, dann habe ich da mein Handy und so drin, damit ich meiner Mama sagen kann, wenn ich fertig bin. Aber das weiß sie eh meistens. Gut, dann gehe ich mal weiter mit meiner Schultasche. Die ist ebenfalls wieder eine Kanken, glaube ich. Ja, und da ist mega viel drin. Ich hoffe nur, dass da nicht die Jause von letzter Woche drin ist. Schauen wir mal. Also, da ist ein Federpinal. Und da ist mein Hauptfederpinal, so nenne ich die immer. Und ich brauche eigentlich irrsinnig viel Platz, weil ich habe so viele Sachen, die ich brauche. Und ja. Und ich habe mir gedacht, Pink und Lila passen gut zusammen und deswegen, ja. Das ist ein eigenes Federpinal nur für Textmarker, weil ich habe so viele Textmarker und deswegen, wenn wir was anstreichen, dann alle nur mit einer Farbe gelb und ich mache es orange, pink, grün, blau und was es halt noch so gibt. Dann habe ich da meinen Schlüssel drin, weil wir so Spinde haben in der Schule und das ist voll witzig, ich habe so einen No-Button. Und mir ist schon mal passiert, dass ich unabsichtlich meinen Schlüssel in mein Bankfach geben wollte. Und dann hat der No-Button sich ausgelöst und meine Englischlehrerin hat gesagt, nur ich darf No sagen. Und dann haben alle irgendwie gelacht. Dann habe ich mir meine ganzen Schulhefte und Hausübungen, das habe ich aber alles zum Glück schon erledigt. Und hier vorne habe ich noch drin meine Buntstifte. Ganz, ganz viele und Lackstifte. Dann habe ich da drin meine Filzstifte, da brauche ich immer irrsinnig viele Farben. Ich brauche immer große Auswahl überall, weil sonst bin ich immer so, welche Farbe soll ich nehmen? Es gibt nur braun. Ich will aber hellbraun und da bin ich ein bisschen überfordert. Und das gleiche auch nochmal mit Feinlinern. Wenn wir was schreiben müssen im Bund, dann nehme ich immer meine Feinliner.
Und jetzt kommen wir noch zu einer meiner Highlights an meiner Schultasche. Und zwar meine... Das meine ich. Der löst sich dann immer aus und dann einfach so, no. Jetzt kommen wir noch zum Highlight meiner Schultasche, und zwar meine Jausenbox. Und die habe ich mir gekauft und die ist so praktisch. Und zwar beim großen Fach kommt immer jeden Tag, das weiß meine Mutter schon, 2 Nutella-Brote mit. Ich brauche einfach wirklich 2 Nutella-Brote mit, weil ich liebe Nutella. Ich weiß, es ist nicht so gesund, aber ich kriege eh jeden Tag in der Früh ein Glas Movie. Und da hat die Mama gesagt, es ist okay, wenn ich Nutella-Brot mit habe. Aber sie gibt mir mal Auswahl Käse oder Salami. So, nein, Nutella. Dick, fett, Nutella. Und dann habe ich hier noch immer Weintrauben mit, passend zum Herbst, oder Nüsse. Und da habe ich Käse oder Tomaten und was es halt noch so gibt mit. Ja. Und die müssen wir dann morgen noch frisch auffüllen. Und jetzt kommt das Highlight der Woche. Fanpostalarm. Meine Geheimlade, die ist geheim und die bleibt geheim. Ihr wollt bestimmt wissen, was da drin ist, oder? Sollen wir es zeigen? Ja. Okay. Aber dieses Video dürfen nicht Timmy und Ineas sehen. Also Timmy und Ineas, jetzt Pause drücken und wegschalten. Schaut euch was anderes an. Nicht schon. Die meine Süßigkeitenlade, die ist sehr unaufgeräumt. Aber das ist alles voll mit Süßigkeiten, von Schoki bis zum Gummi. Und da hinten habe ich noch was Salziges, aber ich zeig's euch. Also viele denken sich jetzt, das isst du, aber ich esse das voll gerne. Ich liebe Sushi und es gibt die zu kaufen. Und zwar, das sind einfach nur pure Algen und die sind voll knusprig, sage ich jetzt mal. Und ganz dünn und ganz salzig und die sind so lecker. Und ich bin so sparsam, weil ich habe zum Geburtstag so ein 12er-Pack bekommen und ich darf jeden Monat nur eine Packung essen. Und jetzt habe ich sie, ich habe die diesen Monat noch nicht gegessen. Ich heb die mir immer bis zum 31. oder zum 30. oder zum 28. auf. Also, jetzt holst du bitte ein Paket und nichts aus der Süßigkeit. Ich heiße mal lieber zu. Welches machen wir denn? Sehr groß, oder? Wow. So, Abel, zeig mal her. Aber da steht an Eyebrows und Ilias Welt. Okay, das ist sogar an die Eyebrows und der Neas ist aber nicht da. Dann müssen wir das ein anderes Mal aufmachen. Abel, bring das zurück und hol ein anderes. Hm. Gut, dann machen wir das jetzt auf. Diesmal. Und übrigens, das ist von der Sophie aus Schwächert. Also da hast du echt nicht an Tesafilm gespart. Prüfung bestanden. Bitte in einem Video öffnen. Danke. Wow! Jetzt weiß ich, warum du Sophie heißt, weil du uns so viel geschickt hast. Wow, das ist echt viel. Wow. Okay, ich drehe es jetzt mal um. Gut, wir beginnen mal mit dem Brief. Bitte das Oberste als Erstes. Bitte das Oberste als Erstes. Ah, okay, das ist, glaube ich, das Oberste. Nein, das ist das Oberste. Das Oberste als Erstes lesen. Okay, ich soll ihn nicht in einem Video vorlesen, hat sie geschrieben. Dann machen wir es einfach mal weiter. Sorry, der Labello ist leider nicht so neon, aber egal. Leider habe ich nur einen gekauft und kann keine 2 kaufen, weil es eine Limited Edition war. Aber egal, teilt ihn einfach. LG Sophie. Dankeschön. Wow, der ist schön. Wow. Also das ist so ein Labello. Und das war eine Limited Edition. Und deswegen konnte sie eher hier Limited Edition. Das hasse ich an Limited Edition. Die sind dann irgendwann weg und dann findet man sie so cool und dann gibt sie nicht mehr. Das finde ich blöd. Aber ich bin zum Glück keine Limited Edition. Und die Arvin auch nicht. Die sind keine Limited Edition. Okay, du darfst das rausnehmen. Soll ich ziehen? Ja, mach die Augen zu. Okay, lies vor, was da steht.
Was für die Schule. Gut, dann mach mal auf. Was für die Schule. Wow, das ist aber eine schöne Kiste. Oh mein Gott! Ah, das ist voll süß. Mach's mal, schau mal. Was ist? Oh mein. Das sind, glaube ich, Filzstifte. Das sind, nein, keine Filzstifte. Die kenne ich, glaube ich, schon. Das sind so Textmarker, so Mini-Textmarker. Die sind süß. Ich glaube, du willst den blauen, oder? Blau ja. Und lila. Oh, ein Regen. It's a rainbow. Voll schön. Dankeschön. Das ist voll praktisch. Ich habe die schon voll oft gesehen und habe mir gedacht, nee. Aber jetzt haben wir sie. Dankeschön. Ich stelle sie mal da dazu. So, da ist der Labello. Gut. Soll ich das nächste? Ja. Unicorn-Taschentücher. Ha, voll cool. Voll süß. Ich verwende solche Taschentücher nie, die so schön sind, weil ich dann immer so sparsam damit bin. Die nehme ich wirklich nur, wenn ich ganz starken Schnupfen habe. Vielleicht wird der Schnupfen dann mit denen besser. Man weiß ja nie, welche Macht Einhörner ja wirklich haben. Gut, zieh das nächste. Ach, du darfst nicht, das habe ich schon weg. Was von unten da? Ja, nimm's jetzt. Da. Das ist voll schwer. So, nimm's. Ja, zieh. Wow. Oh. Ah. Voll cool. Dankeschön. Ich glaube, das sind solche Post-its, die man so rausziehen kann. Oh, das ist gleich so ein ganzer Block. Das sind so riesen Post-its. Und die haben alle ein eigenes Motiv. Ah, das sind so Notizzettel. Oha, das ist voll cool. Cool. Voll schön. Und da habe ich auch gleich eine Idee. Und zwar kann ich mit den neuen Stiften gleich eine erste Notiz schreiben. Halt mal kurz. So. Welche Farbe? Blau? Mhm. Gut. Das ist gut. Sag mal, Sophie, das ist echt so viel. Das ist wie Weihnachten oder ein Adventskalender mit 24 Geschenken drinnen. Das ist so viel. Okay, Augen zu und ziehen. Du ziehst immer was von so weit unten. Das hier. Ja, lies. Ein kleines Mitnehmspiel-Set. Set. Bussi, ich hoffe, ihr freut euch. Okay, das ist mega, mega cool, weil die Armen und ich, wir lieben beide Mensch, ärgere dich nicht. Und das ist einfach so ein cooles Spiel, finden wir. Mhm. Wollen wir das Gummi mal abmachen? Dann können wir mal reingucken. Uah. So, möchtest du es auch machen? Okay, mach's auf. Die Gummis. Cool, da sind doch andere Spiele drin. Voll cool, das Mikado auch dabei und voll süß. So eine Mini-Anleitung ist auch dabei für jedes Spiel halt. Für Domino und mit den Stäbchen. Ich habe gerade vergessen, wie das heißt. Und ich glaube, das da ist für das da, oder? Voll cool, schau mal, sie hat uns sogar noch dazu geschrieben, was das ist. Das ist der Turm. Da ist ein Bauer. Das ist für Schach auch. Das ist wahrscheinlich das Pferd. Kann man das umdrehen, die Platte? Ah, voll praktisch für Schach und so. Oh, schon voll cool. Mini-Würfel. Oh, voll süß. Dankeschön, Sophie, das ist mega cool. Voll praktisch. Und das ist auch in einer guten Größe, dass man es überall mitnehmen kann. So, ich lege die Gummis da mal da dazu. Legen wir das mal auf den Boden. So. Gut, jetzt bin ich wieder dran. Mhm. Diesmal hole ich auch was von mir. Das nehme ich jetzt. Oh, voll süß. Bussi. Ich glaube, das ist ein Radiergummi. Voll cool. Wir sammeln nämlich Radiergummis. Das ist voll cool. Gut, Arwen, du bist.
Das ist Knete oder Slime, glaube ich. Also, and I... Okay. Okay. Die kriegen wir, glaube ich, echt nicht auf. Da brauchen wir den Papa. Oh, warte. Ich glaube, wir brauchen den Papa dafür. Aber Dankeschön, das ist mega cool. Wir lieben Slime. Okay, weiter geht's. Hier habe ich was, aber es hängt fest. Oh, das gehört dazu, dann kann ich das nicht nehmen. Dann nehme ich das hier. Moin, voll süß. Wir sammeln nämlich Glubschis. Wir sammeln eigentlich eh schon so ziemlich alles. Aber die sind, das ist voll süß. Schon voll im Weihnachtsstyle hier. Setzen wir das da nach hinten oder da nach vorne? Da setzen wir es da hinten. Haben wir so einen kleinen Beschützer jetzt hier. Ein Maskottchen. Maskottchen, ja. Du bist. Die Arme nimmt gleich das Größte raus. Ein kleiner Notizblock für die Schule und Co. Voll cool. Mach mal auf. 1, 2, 3, 4. Cool, mit liniert. Und ich glaube, da kann man das sogar so beschriften, da, wenn ich mich gerade nicht ganz täusche. Ja, praktisch. Cool, danke schön. Und da war, glaube ich, das hier dran. Oh, voll süß. Feenstaub. Christkindstaub. Das ist Christkindstaub, weil das ist schon für Weihnachten. Ach, der ist schon so groß. Wir haben so viel schon von dir bekommen. Schon legen wir das nochmal da drauf. So, okay, ich bin wieder an der Reihe. Ich nehme jetzt einfach das hier. Cool! Das ist so ein Magic-Handtuch. Und wieder mit einem Notizzettel so ein Herzchen dran gemacht. Dankeschön. Das werden wir dann zusammen aufmachen. Believe in Magic. So, das legen wir jetzt mal daher so. Gut, du bist wieder dran. Nein. Aber lies mal, was dabei steht. Okay. Ein Malbuch zum Entspannen. Entspannen, wie du im Video das mag ich gesagt hast. Sie hat sich sogar dran erinnert. Voll cool. Okay, die sind echt mega cool. Schön, danke schön. Gut. Ich nehme das hier. Bitte dann ein Video öffnen. Ja, das ist da ganz oben, damit wir es gleich mal lesen können. Super Witze für Kinder. Oh, voll cool. Ja, Witze. Da lese ich dir dann jeden Abend einen neuen Witz vor. Voll cool, danke schön. Kurz vor der Bescherung an Heiligabend sagt der Vater: Freddy, zünde doch bitte den Weihnachtsbaum an. Nach einer Weile fragt Freddy: Papa, die Kerzen auch? Soll ich mal nochmal schauen, was ich finde? Sehr vielleicht. Der Vater sagt: Guckt mal, ich habe einen Kuchen gebacken, fragt der Sohn. Welcher Geschmack? Vater, Kuchengeschmack. Okay, aber das ist das letzte Geschenk, das zu ziehen. Love, Liebe. Love, Life, Unicorn. Ach so, ein Unicorn. Das sind Seiten da, glaube ich. Voll cool, danke. Kennst du mal. Vorsichtig, vorsichtig. Lass mich mal probieren. Die sind wahrscheinlich zu viel geschüttelt worden. Aber die probieren wir auf jeden Fall nochmal. Liebe, liebe Sophie, vielen lieben Dank für dieses Mega-Fan-Paket. Das ist echt wie Weihnachten für uns gewesen gerade. Und wir sind echt erstaunt, wie viel in so einen Schuhkarton einfach passt. Hier nochmal so ein kleiner Vergleich. Deine Briefe lesen wir danach, aber jetzt müssen wir noch Haarfügen gehen, Abel. Ja. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.